Ich habe mich unheimlich über eure vielen Themenvorschläge bei WhatsApp gefreut und auch dieses hochspannende Thema hier kommt von euch. Ihr wollt mehr erfahren über technische Fortschritte, die unser Leben immer sicherer machen und Menschenleben retten. Angefangen bei Augmented Reality für die Feuerwehr bis zu Computern, die Krankheiten besiegen, wie das alles funktioniert und wie viele Menschenleben so gerettet werden können. Jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Platz 4. Augmented Reality für die Feuerwehr. Feuerwehrleute retten tagtäglich Menschenleben und auch Besitz. Und allen ist klar, dass das ein echt harter und wichtiger Job ist. Mit vielen Herausforderungen und Risiken. Feuer, toxischer Rauch, der kaum zu durchdringen ist und eine mehr als 20 Kilogramm schwere Schutzausrüstung. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Lausanne ein intelligentes Sichtsystem entwickelt, das mit einer Wärmebildkamera kombiniert ist. Feuerwehrleute sollen so ihre Umgebung in Echtzeit erfassen können, selbst bei Rauch und in der Dunkelheit. Das System dient der Orientierung in unbekannten Räumen, in denen sie Opfer möglichst schnell finden und bergen müssen. Es ersetzt die eher unhandliche und unpraktische Wärmebildkamera und macht die Hände frei. Konkret besteht das System aus einem transparenten Bildschirm in der Sauerstoffmaske und einer Mini-Infrarotkamera auf dem Helm. Die Feuerwehrleute sehen so zwei Bilder und zwar im Helm vor sich. Das Bild, das ihre eigenen Augen ihnen zeigen und zudem das von der Wärmebildkamera in Echtzeit aufgenommene. Adrian Birbaumer, einer der beteiligten Ingenieure, sagt dazu: Wir haben nach einer optimalen Lösung gesucht, um heiße und kalte Zonen darzustellen. Wir haben natürlich Rot und Blau verwendet, doch wir mussten vor allem die richtigen Farbtöne finden, die auf einer transparenten Oberfläche sichtbar sind. Der Prototyp wird bereits in der Praxis getestet und das Feedback ist gut. Im ersten Moment ist es schwierig zu unterscheiden, was man gerade sieht, ob es real ist oder nicht. Aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran und kann leicht mit den beiden sich überlappenden Ansichten umgehen. Platz 3. Notrufsystem. Autos rufen selbst die 112 an. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Seit Ende März 2018 müssen alle Neuwagen in der Europäischen Union, der EU, über ein automatisches Notrufsystem verfügen. Sein Name eCall. Und das wird hoffentlich sehr viele Menschenleben retten und den Straßenverkehr vielleicht tatsächlich ein bisschen sicherer machen. Denn Statistiken zufolge sterben täglich auf den Straßen der EU so viele Menschen wie der Hamburger Stadtteil Eppendorf als Einwohner hat, nämlich rund 25.500. Das eCall-Notrufsystem verwendet GPS und eine Mobilfunkverbindung, um schnell Hilfe zu holen. Konkret funktioniert das mit einer eingebauten SIM-Karte, durch die eine direkte Verbindung zur Rettungsnummer 112 aufgebaut wird, denn die ist in ganz Europa einheitlich. Das geht händisch, falls der Fahrer dazu nach einem Unfall noch fähig ist, aber eben auch automatisch. Zudem sendet das Auto wichtige Daten an den Rettungsdienst, den Ort des Unfalls, den Zeitpunkt, die Nummer, mit der das Auto identifiziert werden kann und auch die Fahrtrichtung des Unfallwagens. Auch die Zahl der Menschen, die im Auto sitzen oder saßen, wird über die Anzahl der Gurte ermittelt und weitergegeben. Auch Zeugen und Unfallbeteiligte können über die Freisprechanlage Infos an den Rettungsdienst übermitteln. Das eCall-System ruft nur um Hilfe, wenn die Airbags ausgelöst werden. So soll verhindert werden, dass bei kleinen harmlosen Einparkunfällen zum Beispiel Rettungsstellen umsonst alarmiert und damit unnötig überlastet werden. Bis zu 40% weniger Zeit soll so in städtischen Regionen vergehen, bis Rettungsdienste am Unfallort eintreffen. 1500 Menschenleben könnten pro Jahr gerettet werden. Ja, wer demnächst nicht vorhat, einen Neuwagen zu kaufen, aber dennoch nicht auf solch einen Notrufassistenten verzichten will, kann auch sein älteres Auto nachrüsten lassen. Platz 2. Algorithmen spüren Verbrecher auf. Wie bei Minority Report sind Algorithmen mittlerweile in der Lage, Verbrechen vorherzusagen. Zudem sind sie in der Lage, die Täter nach ihrer Tat aufzuspüren. In Deutschland wird solch eine Polizeiarbeit, die auf Computervorhersagen basiert, Predictive Policing genannt. In Bayern und Baden-Württemberg beispielsweise laufen dazu Pilotprojekte. Eine in Deutschland entwickelte Software sagt voraus, wo Einbrecher demnächst zuschlagen werden. Das Ganze basiert auf der Annahme, dass Täter nach Mustern arbeiten, dass sie beispielsweise Orte bevorzugen, an denen es gute Fluchtmöglichkeiten gibt oder aber, dass sie in erfolgreiche Gebiete zurückkehren und wieder zuschlagen. Genau das sagt die Software voraus und wenn sie sich zumindest 70% sicher ist, schlägt sie Alarm. Dann werden Polizisten an diesen Ort geschickt. In den USA hat sich der amerikanische Journalist Thomas Hargrove eigenständig eine ähnliche Software gebastelt. Über diese ist wirklich sensationelle Arbeit, hatten wir ja schon mal berichtet. Er hat zunächst tatsächlich das
größte Mordfallarchiv der USA angelegt. Mehr als 750.000 Mordfälle hat er hier archiviert und übertrumpft damit sogar das FBI, dessen Archive tatsächlich 27.000 Mordfälle weniger zählen. Dagegen stehen etwa 220.000 ungelöste Mordfälle. Seine konkrete Idee, die Entwicklung einer Software, die Gemeinsamkeiten der Verbrechen identifiziert. Wie wurde das Opfer getötet? Wo wurde das Verbrechen begangen und um welche Opfer handelt es sich? Alle Infos zu den Morden der letzten drei Jahrzehnte wurden ins Archiv aufgenommen und das Computerprogramm machte sich an die Arbeit, um nach möglichen Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Mordfälle zu suchen. Und es klappt tatsächlich. Der Software war beispielsweise aufgefallen, dass es in Indiana 15 ungeklärte Todesfälle gab, und zwar mit frappierenden Gemeinsamkeiten. Die Opfer, allesamt Frauen, wurden allesamt erwürgt und allesamt in verlassenen Häusern aufgefunden. Doch die Polizei dort ignorierte die Hinweise von Thomas Hargrove, ein Serienmörder im eigenen Bezirk, undenkbar. Doch der ehemalige Journalist war hartnäckig, zudem passierten weitere 7 Morde, auch diese Opfer wurden erwürgt. Erst dann handelte die Polizei, mittlerweile sitzt der Killer hinter Gittern und hat weitere 6 Morde gestanden. Das Fatale, auch diese Morde waren bis dahin von der Polizei nicht als Morde erkannt worden. Tatsächlich ein großes Problem in den USA. Achtung, 5000 Menschen töten dort pro Jahr, ohne dass sie dafür bestraft werden. Platz 1, mit Computern Krankheiten besiegen. Wir haben ja hier schon mal darüber berichtet und das ist auch echt ein ziemlich irres Ding. Tech-Firmen wie Amazon, Apple, Microsoft und Google arbeiten tatsächlich daran, Hautkrebs durch Algorithmen zu diagnostizieren oder Depressionen mithilfe von Software zu behandeln und Herzinfarkte durch Nanopartikel vorherzusagen. Die Überlegung dahinter, das Verständnis von Krankheiten sei ein Datenproblem, das mithilfe von künstlicher Intelligenz, KI, Computern und Algorithmen gelöst werden kann. Das würde nicht nur den gesamten Bereich der Medizin, sondern tatsächlich die komplette Welt revolutionieren. Und hier noch ein paar konkrete Beispiele aus der Praxis. Bei Amazon geht es hauptsächlich um virtuelle Arztbesuche und darum, wie sich riesige Datenmengen im medizinischen Bereich in einer Cloud speichern lassen. Google möchte mithilfe von Software Depressionen heilen und Herzinfarkte mithilfe künstlicher Nanopartikel voraussagen. Wow, das klingt wirklich irre. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr nötig, Software zu entwickeln. Stattdessen entwickelt sie sich selbst, sodass sie aus Daten lernt. So beim Microsoft-Projekt namens Hanover. Computer sollen sich hierbei zunächst einmal das komplette medizinische Wissen aneignen, heißt also Studien lesen und verstehen. Millionen von Artikeln sind ja verfügbar und täglich kommen neue Erkenntnisse hinzu. Wie soll da ein Mensch mitkommen? Schier unmöglich. Kein großes Problem dagegen für Maschinen. Sie sollen Ärzteteams in Zukunft dabei unterstützen, personalisierte Behandlungsmethoden zu finden. Computer könnten für jeden einzelnen Patienten, für jede einzelne Patientin individuell angepasste Medikamentencocktails finden. Statt einen Wirkstoff nach dem anderen zu testen, könnte intelligente Software auf Grundlage der genomischen Daten der Patienten die Literatur nach der perfekten Medikamentenkombination durchsuchen. Auf einen Schlag können so Tausende von Kombinationen analysiert werden und dem Ärzteteam vorgeschlagen werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Menschen könnten die Maschinen dann sogar immer weiter dazulernen und ihre Intelligenz ausbauen. Eine große Vision der Tech-Firmen ist es übrigens auch, die menschliche Biologie irgendwann einmal steuern zu können wie eine Software. DNA könnte dann beispielsweise programmiert werden, ebenso wie Zellen. Dies ist einem Forschungsteam der Stanford University tatsächlich schon gelungen und soll nun weiter perfektioniert werden. Dazu muss man verstehen, wie sie funktionieren. Dann, so die Idee, ließe sich eine Programmiersprache erfinden, um ihre Steuerung zu übernehmen. Krebs in einer Zelle ließe sich so also erkennen und der Computer könnte in diesem Fall das Kommando Selbstmord befehlen. Natürlich nur für die Krebszellen. IBM hat eine KI entwickelt, die die DNA-Sequenzierung eines Gehirntumors schneller und zuverlässiger analysiert hat als das gesamte Team der menschlichen Expertinnen und Experten. In Israel arbeitet ein Forschungsteam an einem virtuellen Gesundheitsassistenten, der die Patientinnen und Patienten im Chat berät. Die Maschine hat Zugriff auf eine riesige Datenbank
und allen Aufnahmeprotokollen, bei Wunsch zudem auf die persönlichen Daten der Patientinnen und Patienten. Na klar gibt es hier auch Kritik, die Datenschutzprobleme werden angeprangert und ja, hier müssen tatsächlich Vor- und Nachteile sehr sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Wenn ihr als erstes Neues zu bahnbrechenden Erkenntnissen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert und zur Begrüßung gibt's ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter. Dafür auch draufklicken, mit Krebs mit Smartphone diagnostizieren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.